Herzlich willkommen in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen, Rap One. Cool. Arbeitshose hier. Arbeitshose angezogen. Ja. Von Engelbert Strauß natürlich. Ja, natürlich. Das ist Gucci und Prada gleichzeitig für den Malocha. Für den Malocha, genau. Ich bin ja im Bergbau groß geworden, deswegen, also ich war Vorgesetzter von meinem Studium und deswegen gucke ich immer sehr auf Arbeitssicherheit. Irgendwie ist einmal so ein bisschen drin irgendwie. Weißt du, wer hinter dieser Tür steckt? Ich ahne was. Ist doch nicht normal, der Mann. Ne, normal nicht. Ne. Nee. Also das ist ein bisschen zu viel schon. Ja, meine Frau würde sagen, das ist zu viel. Na. Kannst du den hinten am Rücken kratzen? Jo, kann er noch. Hättest du nicht Fahrrad gedacht, fahren kann er noch. Alles. Gedacht, ne? Geil. Ja, hi! Oh, jetzt haben wir die erste Karte. Hallo, mein Lieber! Tim! Schön, jetzt dich zu sehen! Danke! Freut mich! Matze! Guten Morgen! Morgen! Alles gut? Da habt ihr mich aber überrascht jetzt. Ja, das war es extra so. Gerade Schokolade gegessen. Hi! Wir haben schon gedacht, ich habe gesehen, du siehst aus wie ein abgezogenes Kaninchen. Noch nicht, aber da will ich hinkommen. Ja, cool. Wie schwer bist du jetzt? Also 110, aber ich muss noch ganz schön runter. Ich will nicht mal abmagern und immer noch 110 Kilo wiegen. So muss das. Das muss ich auch irgendwie rauskriegen, wie das geht. Ich muss auf 96 runter. Aktuell weiß ich nicht, wie ich es schaffen soll, aber irgendwie schaffe ich es. Muss auf mein Gewicht runter. Ja, genau. Hast du 96 Kilo? Oh. Ja, 98. Echt? Bisschen zu viel prozentual. Nein, das ist alles hart. Achso, ja, das hast du aber recht. Voll im Training. Das Einzige, was ich Kreativität Schlosserei mal gemacht habe, ich habe mal eine Zeit lang immer so Schraubenmännchen gebaut. Mhm. Weißt du, ganz viel Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und so, einfach hingekippt und dann so Schraubenmännchen gebaut. Ein Schraubenmännchen, was gerade Gewichte stemmt, Kniebeugen macht und schön. Sowas. Das war aber, und sowas genau, das war aber das Höchste meiner Kreativität. Mhm. Ne? Ja, das ist jetzt, weißt du, wie das entstanden ist? Letztes Jahr hatte ich ja den Jimbo gebaut. Ne? Ja. Sollte eigentlich auch was ganz Einfaches sein, aber ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann mache ich schon was Vernünftiges. Und dann habe ich den gebaut, der ist ja gut gelungen, aber ich war damit nicht zufrieden. Jetzt bin ich mit dem auch schon nicht mehr zufrieden. Ja, jetzt, klar. Wenn ich den nochmal bauen würde, wäre das noch besser, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Das muss jetzt fertig werden. Ja, okay. Es ist 99%. Ich sehe das 1% vielleicht. Andere würden sich ja, da gar keinen Kopf machen. Das ist ja immer so ein eigener Anspruch. Ja, ja. Aber auch die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, ist beim zweiten schon nicht mehr notwendig. Dann weiß ich schon mehr Bescheid. Du weißt ja, wie das im Arbeiten ist. Ja, ja. Baust du jetzt hiervon einen Prototypen, das dauert, bis der das... dauert und dauert. Und wenn das einmal läuft, dann so läuft ist das. Ja. Was brauchst du für Maschinen? Wir haben zu Hause landwirtschaftlichen Betrieb ein bisschen. Ja, Landwirtschaftsmaschinen auch. Genau. Schon kompliziert genug. Ja, sowas baue ich öfter mal. Ich habe schon einen Smoker-Grill gebaut. Mhm. Und also, Damastschwert. Ich habe mir neulich ein Messer geschmiedet. Habe ich gesehen, ne? Ja. Das ist schon was. Damastmesser geschmiedet. Ja, alles Mögliche eigentlich so. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das meiste, was halt. Ich mache halt gerne Sachen, die so Konstruktionen, die durchdacht sind und sowas. So kreative Sachen. Mhm. Das mache ich, da habe ich meist auch nicht die Geduld für. Weißt du, ich habe da eine Idee, eine neue Maschine für einen Traktor oder irgendwas Praktisches. Und das baue ich dann oder baue es um. Aber so kreative Sachen, da habe ich ja die Geduld für. Guck hier, alles was ich baue, ist immer das erste Mal. Hat nie einer vorher das gebaut. Das ist geil, das mag ich. Und ich habe auch keine Zeichnungen darüber. Das muss ich aus dem Stegreif bauen. Ja. Wenn das gezeichnet werden sollte, würde das dreifach an Zeit dauern. Und wir haben so viele Schablonen, wir können uns das gar nicht leisten, zeitmäßig. Das muss man auch entweder haben oder nicht. Das ist so. Ja, das ist so. Wenn du nämlich einen Prototypen baust und kriegst du nachher nicht raus, dann ist die Schablone nicht gut. Ja. Ja. Das ist das Problem. Ja, ja. Guck dir das mal an. So dick waren die damals nicht. Waren sie nicht? Beim David. Aber das ist schon wieder ein paar Wochen her. Hast du gerade gepumpt irgendwo um die Ecke? Nee. Ja, zeig mal richtig, spann mal an. Ey, da muss ich mir noch ein bisschen Schaumstoff reinpacken. Das geht doch nicht. Wie sieht denn da aus neben ihm? Aber Tim, nicht anspannen jetzt. Danke. Okay. Zieh den Bauch rein. Zieh den Bauch ein bisschen ein. Was? Oh Mann, so dicke Arme.
Aber natürlich darf man sich von den Armen nicht blenden lassen, weil zum Bodybuilder gehört ja noch weitaus mehr. Ja, aber du hast aber auch den Rest nicht schlecht. Naja, könnte schon noch besser sein. Aber das ist mal T-Shirt aus, zeig ihm mal. Ja, muss man aber, zeig mal, zieh mal aus. Ich bin jetzt nicht aufgepumpt. Ist doch egal, das reicht trotzdem. Weißt du was? Das muss er gemätisch haben, das kannst du nicht antrainieren. Guck mal, wie der aussieht, ist doch nicht normal. Was sagt denn deine Frau dazu? Naja. Stell dir vor, im Schlaf legst du dich auf sie drauf und sie kann dich nicht wegschieben, du merkst es nicht. Und dann? Morgens ist sie platt. Zack. Guck dir das an. Ich habe das nämlich jetzt gesehen bei Instagram, da habe ich gesagt, ja gut, auf Bildern sieht das immer so ein bisschen scharf aus, aber das ist ja wirklich so, guck mal. Warte mal, geht doch mal so zusammen, so machen wir nochmal ein Foto. Geht doch mal so zusammen, so machen wir nochmal ein Foto. Wenn in einer Gewichtsklasse jemand daneben steht, ist das in Ordnung. Aber bei ihm, das würde jetzt ich würde nicht gut aussehen. Ne, oder Tim, eins von beiden. Ich wollte gerade sagen, also er will mich wahrscheinlich nur von meinen Fans blamieren hier. So, ich finde das auch ein feiner Zug von dir. Ich habe mir auch nicht die Brust rasiert. Echt nicht? Der war ja auch spontan überraschend. Heute sieht man ja sowieso nichts. Aber dafür, dass das so spontan ist, liegen die Haare super. Ich mache das jetzt nur noch so. Ne? Also ja. Immer auf Nummer sicher gehen. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Matze Busse könnte jeden Tag um die Ecke schneiden. Ich kann mir das nicht mehr leisten, hier einfach so als... Ist halt so, wenn man berühmt ist. Ja, dann, ja. Wenn man einmal berühmt ist, dann muss man immer damit rechnen. Kennst du auch, ne? Ich kenne das nicht, ne. Caro sagte, wir gehen rüber im Zusammenbau, oder was? Ja, ihr baut einen Glutbilder, baut ihr. Aber wir bauen den nicht zusammen. Du willst doch auch schmeißen, oder? Jederzeit schweißen. Willst du schweißen? Aber Bewohnung so, das könntest du. Kein Problem. Dann brauchen wir keinen Kran mehr. Ja, können wir abschaffen, wenn ich bei euch arbeite. Ja, wenn du bei uns bist, auch die Rohre biegen, könntest du auch. Um den Nacken drum. Ja, können wir Strom sparen. Wir bauen jetzt den Glutbilder zusammen. Das ist also eine ganz komplizierte Geschichte. Aber der Tim, der versteht da was von. Der Glutbilder, das ist doch das Gerät, wo auch The Rock sich bestellt hat. Ne? Richtig, weil er wollte den größten Hintern haben in Amerika. Habt ihr speziell den von Gym 80 bestellt eigentlich? Ja, von Arturo, ja. Ja? Wie ist der daran gekommen an Gym 80, dass die jetzt gerade den besten Glutbilder so haben? Das machen wir gleich alles mit Arturo. Das weiß ich gar nicht, das musst du Arturo dir erklären. Das ist sein Baby, hat sich da schon als erster die Gedanken drüber gemacht. Das kommt, du kriegst die volle Packung Glutbilder heute. Mit volle Packung Glutbilder, okay. Idee dahinter, Geschichte, Gedanken hin und her. Cool, Wahnsinn. Wir haben ja auch andere Sachen gehabt für Gluteus, die auch nicht schlecht waren. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich sage, gut, okay, ne? Aber das ist so mega angekommen und ist so gefragt und alle wollen es machen und auch so diese Bänder, diese Gummibänder und cool. Total angesagt. Mein Studio in Wesel, Cleverfit, schöne Grüße, hat auch gerade einen bestellt. Ach komm. Tim. Ja. Landmaschinenbau ist auch eine ganz anspruchsvolle Geschichte. Ich habe mir das mal angesehen. Wir haben in Waltrop einen Betrieb, den kennst du vielleicht. Franz Grote. Ist eigentlich sehr bekannt. Wie? Franz Grote. Ja, klar. Kennst du? Grote, ja. Kennst du sogar? Wir hatten mal eine Scheibenegge von denen. Die sind kompetent, richtig gut. Ich kenne die Leute auch. Einige noch von ganz früher. Ja. Und ich habe mal gesehen, was die da manchmal für Aufgaben bewältigen. Das ist einfach sagenhaft. Du hast da, also früher im Maschinenbau hatte mein Chef immer gesagt, jedes Mal, wenn irgendwas Einfaches war, dann hat er gesagt, ja, das ist doch Landmaschinenbau. Da habe ich gesagt, pass auf, Landmaschinenbau ist eine ganz anspruchsvolle Geschichte. Das geht über Grenzen hinaus. Also ich behaupte einfach mal, dass es von der reinen Mechanik anspruchsvoller ist als euer Fitnessgerätebau. Ja, auf jeden Fall. Weil mir ist wichtig, dass du die Ergonomie hast, aber im Prinzip, was werden denn hier für Gewichte umgesetzt? Da liegen mal 200 Kilo drauf oder so. Ne? Bei der Landmaschine, da liegt allein die Maschine manchmal schon über eine Tonne. Ja. Und wenn ich die dann mit 200 PS durch den Acker flüge, da entstehen ganz schöne Scherkräfte. Ja. Und diese Scherkräfte, das ist ja das, was eine Mechanik kompliziert macht. Ja. Ne? Wie steif mache ich das? Wie elastisch mache ich das? Was für Material nehme ich und sowas? Ein Flug, den du da durch den Boden ziehst, der muss vom Material sein. Ja, genau. Der muss trotzdem zäh sein, darf nicht spröde sein. Richtig. Und das ist also alles, hast du ja hier nicht. Deswegen. Du fährst Motorrad? Ja. Du KTM? Honda.
Was für eine? Eine 450er Vollcross habe ich. Ach so. Ich bin früher Motocross gefahren. Aha. Und eine Triumph habe ich gesehen bei jetzt dir. Jetzt habe ich eine Triumph noch, genau. Ist gut? Die ist gut. Die hat 1000 Kubik. Ja. 1050 Kubik. Und hat, ich glaube, 100, weiß gar nicht, 130 PS. Das ist so eine, so ein Naked Bike. Ja, so eine Trippel, ne? Speed Trippel, genau. Ja. Du fährst auch Motorrad, ne? Ja, ich habe auch schon bei Triumph geguckt, aber ehrlich gesagt sind die mir ein bisschen zu teuer, die Engländer. Das stimmt, aber man muss dazu sagen, die sind preisstabil. Das heißt, die sind so ein bisschen exotisch. Man kann gut verkaufen, ey. Genau, wenn du die jetzt fährst und verkaufst die in ein paar Jahren wieder, kriegst du das Geld auch ganz gut wieder zurück. Diese klassisch. Hier, er. Ohne den Mann läuft hier gar nichts, kannst du mir glauben. Hassan, wie lange bist du jetzt auch schon hier? 21. Oh, Wahnsinn. Er ist schon morgens um 6 Uhr, da hast du noch keinen Kaffee getrunken, nichts schiebt er schon die Paletten. Von nichts kommt nichts. Ja, aber er ist einer. Muss man einfach mal erwähnen. Er ist ein echter. Normalerweise müssten wir ja hier schon wieder. Nee, Arbeitssicherheit, Ergonomie, normal hätten wir das mal Böcke unterstellen müssen, ne? Dass wir uns nicht ständig bücken müssen. Ja, normalerweise ja. Du wärst gut angebracht, also hier bei uns wärst du mit Sicherheit eine der richtige Mann, oder? Bereicherung. Kannst du ja noch mal. Ich meine, wäre das so was theoretisch stimmt, was du dir auch so, wo du Spaß dran hättest, wenn du wirklich so Entwicklung von so Maschinen und Bau und Umsetzung und. Aber man muss natürlich dazu sagen, also ich glaube, Konstrukteur zu werden, ist jetzt nicht mein Ziel. Ich bin dann eher so einer, der in der Linie, der vielleicht irgend so eine Abteilungsleitung oder sowas, das würde mir schon Spaß machen irgendwo, was ich jetzt bei Kali und Salz unter Tage auch mal gemacht habe. Bin auch einer, ich packe auch gern mit an, wenn es brennt und geh gern mit in die Presse. Also ich bin gern noch mit dem Bezug vor Ort. Deswegen wäre so ein reiner Bürojob, nur konstruieren, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ja, man ist natürlich jetzt als nicht jeder ist belohnt mit großen Fähigkeiten an Design und so, weißt du? Es gibt Leute, die konstruieren im Maschinenbau, das ist alles gut, aber das sieht fürchterlich aus, weißt du? Und hier bei uns wäre ja auch dieses Design da rauszuholen, das ist genauso wichtig wie das, dass die Funktion da ist und dass die Stabilität da ist und das alles, ne? Ich möchte nur mal kurz anmerken, Slatko, das ist ja hier deine Seite. Ja. Guck mal, wie der bei Tim aussieht, das stimmt aber gerade nicht. Ja, der ist viel schneller als ich. Ja, ja, mal Vollgas. Ich bin nur über die Aussage, guck mal. Guck mal, was der Tim in 10 Minuten schafft und was der Slatko macht. Aber was ich immer cool finde, aber da gibst du mir bestimmt recht, Slatko, wenn du jetzt wirklich mal was Kompliziertes arbeitest. Dann und immer, genau, da musst du ein bisschen ruhig sein. Ja. Und manchmal gibt es ja Arbeiten, die muss man zu zweit machen, wegen den Dimensionen und so. Mhm. Und wenn du zwei gute Mitarbeiter hast, also mit denen du dich gut verstehst, dann arbeitet man Hand in Hand, aber man redet gar nicht. Das liebe ich immer. Ja, das ist richtig. Mein Bruder, der ist Schreinermeister. Und wenn wir zum Beispiel zu Hause mal was arbeiten, irgendwas bauen oder so, der hat jetzt gerade ein Haus selbst gebaut, dann arbeiten wir den ganzen Vormittag und reden vielleicht 10 Wörter, aber das läuft alles Hand in Hand. So, weil es nicht notwendig ist. Genau, weil man einfach sich versteht. Machst du auch Motorrad selber? Ja, ich repariere die, baue Motoren auseinander. Ja, machst du auch. So, ich habe einen Fehler entdeckt beim Slatko. Slatko hätte hier fast fatale Folgen gehabt. Slatko. Was denn? Du hast hier einen Bolzen reingemacht ohne Federring. Oh! Wie kann denn sowas passieren? Da waren wir jetzt nicht konzentriert. Warte mal. Meine Frau kommt auch aus dem Ruhrgebiet, sagst du. Ja? Von wo? Aus Wetter an der Ruhr. Ach, da ist mein Zahnarzt in Wetter. Echt jetzt? Ja, ich fahre extra nach Wetter zu meinem Zahnarzt. Das ist der beste Zahnarzt der Welt. Wiedens. Ich glaube, bei denen war meine Frau auch. Oben auf dem Berg. Ich glaube ja. Da fahre ich extra hin. Ist ja auch nicht so weit, oder, von hier? Ne, wie konntest du wie habt ihr euch denn kennengelernt? Bist du nach hier hingekommen? Genau, auf der deutschen Meisterschaft habe ich dich kennengelernt. Ach so, genau, da muss das hin.
Da hast du sie kennengelernt, auf Deutsch. Das ist auch sehr erfolgreiche Wettkampfathletin, seine Frau. Ja? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Echt? Wahnsinn. Und die hat schon, wie nach der Entbindung, wie viel? Ungefähr ein Jahr später ist sie Zweite auf der Arnold, Dritte auf der Arnolds in Spanien geworden und Zweite in Prag auf einem Wettkampf. Ist das der? Hast du dich gestoßen? Ja. Hast du dich gestoßen? Ja. Genau, und dann machst du 15 Newtonmeter, machst das gleiche wieder. 2 Uhr, 8 Uhr, Dingsbums. Mhm. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man das auch in der richtigen Reihenfolge macht. BMW ist ganz schön kompliziert. Das ist ganz schön kompliziert, aber wenn man schraubt, sehr durchdacht. Aber auch so das Getriebe und die Kupplung und das alles. Ich wollte mir mal diese 1100 SS kaufen als Reisemaschine. Ja. Und dann hatte ich im YouTube gesehen, wie die Kupplung gewechselt haben mit zwei Mann. Ich glaube, das ist ein ganzer Tag Arbeit für zwei Mann. Also da darf man sich nicht täuschen lassen. Weil das Problem ist halt, du kommst manchmal schwer dran, weil du musst ja den Motor dafür rausnehmen, weil es nach hinten abgenommen wird. Aber wenn du das erstmal das System verstanden hast, dann ist das wirklich richtig, richtig einfach und gut. Aber bei mir vorher ist das in zwei Stunden gegessen. Kupplung. Aber zum Beispiel mach beim Japaner mal die Zylinderköpfe runter. Da bist du bei so einem Boxermotor leichter. Ne? Beim Boxermotor setzt du dich hier in Unterhose davor und ziehst es einfach seitlich ab. So, das, ne? Das stimmt. Ich habe mir so eine Scherenbühne, so einen Scherenhubtisch gekauft. Da schiebst du das Ding einfach drauf, pumpst hydraulisch hoch und dann kannst du schön arbeiten. Mal los. Ich glaube, wir hätten es andersrum anschrauben müssen. Welches? Das nach unten, meinst du? Ist egal. Ich meine, ist ja auch nicht mein Bereich, Matze. Ich mache die Vorrichtung für die Roboter dafür. Kriegen alles hin. Seid ihr sicher? Ich bin mir nicht sicher. Ne, so ist falsch. Das muss schon machen. Auf die andere Seite. Slatko hier reingerungst mit seinen Riesenkräften. Ich hab nur reingeschickt. Also fest so. Seinen Fingern und wir müssen es mit dem Hammer rauskloppen. Weiß Bescheid. Maschine eben, ne? Ja, was soll ich machen? Ahnung. Bestimmt 50. Das ist Minimum 50. Meinst du? Viele haben noch nicht mal so einen Oberschenkel. Das stimmt. Ich kann mir gut vorstellen, unter was für einem Druck du stehst, wenn du, jeder kennt dich und jeder weiß, du bist immer trocken und dicke Arme, da bin ich Gott sei Dank, in der Situation bin ich nicht. Aber den Druck macht man sich halt selbst. Und als Bodybuilder, früher hat mich das auch immer noch mehr interessiert, wie ich jetzt so unterm Jahr dastehe. Aber irgendwann ist es halt eben so, abgerechnet wird auf dem Wettkampf, ne? Auf der Bühne. Du kannst dich das ganze Jahr über in Topform. Ich kenne viele Show-Bodybuilder, die halt immer einigermaßen in Form sind. Aber die sind halt leider auch nur auf dem Wettkampf einigermaßen. Ja, aber es ist schon ein Druck dahinter, wenn du bekannter Bodybuilder bist. Auf der Messe, wenn du da erscheinst, dann willst du natürlich auch gut aussehen. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht notwendig. Wie, du willst nicht gut aussehen? Ich bin ja immer schön, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich mich ausziehen würde auf der Messe. Bestimmt nicht. Aber die Zeiten hatte ich auch schon mal, wo ich gut aussah. Da war ich 30 Jahre jünger. Ach, ich habe dir etwas noch nicht erzählt. Durch diese Instagram-Geschichte ist ein damaliges Mitglied von mir aufmerksam geworden auf mich und hat mich angeschrieben und schreibt mir so: Ich habe dir Unrecht getan, das möchte ich wieder gut machen. Das sage ich, wann denn? Ja, vor 33 Jahren. Was hast du denn gemacht? Ich habe von einem Arzt mir einen Attest besorgen lassen, damit ich bei dir aus dem Vertrag komme. Und das Geld möchte ich dir jetzt bezahlen. Ach ja? Ja. Da habe ich gesagt, ey, lass uns treffen und was zusammen trinken und über die alten Zeiten sprechen. Du musst mir nichts bezahlen. Und dann doch, ich möchte einen Jahresbeitrag möchte ich dir bezahlen. Und wir treffen uns dann, an Chris, wenn du noch weißt, was das damals gekostet hat. Das wären ungefähr 400 Euro. Und dann habe ich gesagt, nein, du lädst mich und meinen Sohn zum Essen ein und dann ist das gut. Dann hat er mir das später erklärt. Der ist ein 12-Schritte-Selbsthilfe-Kurs.
wahrscheinlich Depressionen oder was, ne? Und hat dann das alles erzählt, dass er mich beschissen hat und dass er das wieder gut machen möchte. Und hat er mich angeschrieben, als er mich dann in Facebook gesehen hat. Er wusste nicht, wo ich bin. Jetzt hat er mich gefunden und will das unbedingt gerade bügeln. Jetzt am Wochenende gehen wir Essen zusammen. Ja, so schön. Kennst du den Buffalo Bill? Ist das nicht ein Serienmörder? Aus Bochum, den nannten sie so. Buffalo Bill, der hatte mit Gebrauchgeräten gehandelt. Da hatte ich mal welche auch gesehen. Was ist denn ein Regelgewinde? Regelgewinde sind diese Maschinen-Regelgewinde. Das ist genau vorgeschrieben, M8, M10, M12, M14, 16, welche Steigung, also pro Umdrehung der Schraube. Ist ja alles genormt eben, ne? Ja, ist genormt. Und da ist halt eine normale Norm, sind eben M6 hat die und die Steigung, ja. M8 hat die und die Steigung, M10 hat die und die Steigung. Und dann gibt es eben Feingewinde. Gewinde ist einfach feiner und das macht man deshalb, weil das Gewinde, je feiner es ist, desto mehr Gänge. Also das heißt ja, wenn jetzt zum Beispiel M6 hat eine 1er Steigung, das heißt, die Mutter bewegt sich 1 mm bei einer Umdrehung. Und je feiner das ist, desto mehr, also je feiner die Steigung ist, desto mehr Hemmung hast du halt auch. Weil in einem Gang, wie soll man das erklären? Übersetzung ist das. Genau, also wenn du eine Mutter eine Umdrehung drehst, dann bewegt die sich statt 1 mm dann eben noch nur 0,8 mm. Und dadurch hast du einfach eine höhere Selbsthemmung. Das macht man einfach zur Selbsthemmung von der Mutter, damit sie sich nicht so leicht losdreht. Je größer das Gewinde, desto eher kann sie sich lösen, die Schraube. Genau. Das Gewinde, die Steigung, grober ist, gibt ein ganz grobes Gewinde, das ist dann ein Bewegungsgewinde. Dann ist das Gewinde nicht dafür da, um irgendwas festzumachen, sondern um es zu bewegen. Ne? Ganz einfach. Und dann hatte ich die Branche ganz gewechselt, hätte ich aber nicht machen sollen. Ich hätte dabei bleiben sollen. Das war jetzt wieder Zufall über Chemie, dass ich wieder in diese Branche reingekommen bin. Ich hatte ja ganz andere berufliche Geschichte gemacht und wir hatten immer Kontakt und dann hatte er mich mal einmal aufgesucht, weil mit den Robotern, das mit den Vorrichtungen, das war schon ein bisschen kompliziert und dann hat er mich gebeten, dann das anzusehen, ob ich das kann. Okay. Und seitdem bin ich hier. Wie lange bist du jetzt in der Firma hier? 16 Jahre. Oh, Wahnsinn. Jetzt wolltest du gerade wissen, wie man da eigentlich dran trainiert, ne? Genau. Weißt du, wer da der Richtige ist? Wer? Arturo? Nicht der genau. Arturo, genau. Stimmt. Arturo ist der Entwickler, das ist der Maschine. Ja. Er ist ein cleverer Junge. Ne? Auf der Zack ist der Arturo. Ja, der weiß da viel. Da können wir uns jetzt auch mal über die Kraftkurve und den ganzen Krempel mal unterhalten. Dann kannst du mal das erste. Hast du schon mal am Blutbilder trainiert? Nee. Dann freue mich auch schon drauf. Kannst du das auch mal ausprobieren? Also ab zum Arturo. Richtig. Wenn du Kniebeugen machst, brauchst du es auch nicht.